willkommen. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die folgende Reportage beschreibt eine sicher ungewöhnliche Art der Urlaubsgestaltung. Zwischen Biertisch und Super-GAU. Aus diesem Grund haben wir unser Programm ergänzt. Dafür wurde ein zum großen Teil unbekanntes Material verwendet. Und es wird spannend, sehr aufregend. Tja, und dabei geht es natürlich wieder ganz schön turbulent zu. Kann vielleicht ein bisschen abrupt gehen. Es geht um Alkohol, Ärger. Ich versuche jetzt mal so ein Museumsbier zu ergattern. Allerdings, ich zeige euch das nur mal kurz von hinten, sieht das alles ein bisschen überfordert aus. Da hinten in der Ecke, da gibt es auch noch mal Currywurst und Getränke, aber da gibt es das Museumsbier nicht. Und ich glaube, 3 Leute machen Wurst und ja, das war's. Warten wir mal, gucken wir mal, wie lange das dauert. Aber ich zeige euch das jetzt nicht die ganze Zeit. Ich sage euch gleich, wie lange das gedauert hat. Das ist ein bisschen schade. Vor allen Dingen, die Leute gehen hier, wo du reingehst, gehen die auch raus und dann gibt es Geschiebe. Das ist nicht ganz so cool. Aber kann ja auch nicht alles toll sein, ne? Richtig! Ich trinke mal so lange was, während ich drauf warte, was zu trinken zu bestellen, ne? Ich weiß nicht, ob es noch was wird. Wir können nur warten. Na denn, Prost! Es könnte noch ein bisschen dauern. Eine Ewigkeit später. Oh, liebe Freundin, das geschwitzt, immer noch durstig. 15 Minuten jetzt da gestanden. Und jetzt kommt's. Dann kommst du mal dran. Da sind 3 Damen drin, die da bedienen oder zumindest so tun. Die Jury würdigt den Versuch. Beziehungsweise 3 sind da drin, eine bedient. Die holt dann eine Wurst raus. Das heißt Wiener. In Zeitlupe, dann ein Stück Kuchen, was umfällt und dann das und das. Dann stehst du da, sagst du, ich hätte gerne ein Museumsbier, weil man deswegen ja hier hinkommt. Dann sagt sie, oh, wir haben gerade Probleme mit dem Hahn und so. Habe ich aber schon ein paar Mal gesagt, ich denke, ich habe das gerade erst. Dann kommt dazu, ich stehe da 15 Minuten, ich habe da nichts gehört. Und so groß ist da drin nicht, dass man das nicht hören kann, wenn da einer was sagt. Scheiße hat sie gesagt, nichts hat sie gesagt, Entschuldigung. Nichts hat sie gesagt, geht gar nicht. Von daher zeige ich jetzt nicht, blende ich ein, ne, was ich davon halte. War das ein Mist? Das kannst du laut sagen. Los! War das ein Mist? Ja, Mist! Prostata-Tiralala. Hätte ich mir mal Bier mitgenommen, ey. Ich habe mehrfach heute gesagt, dass ich mich drauf freue. Und jetzt kann ich Ihnen eigentlich nur noch sagen, jetzt werde ich nichts Genaueres mehr sagen. Glaube ich nicht. Hier, ne? Total überfordert der Laden, Alter. Geht gar nicht. Wer wird denn so schlechte Laune haben? Also, Currywurst gibt's gleich. Wo neue Verwicklungen und Abenteuer auf ihn warten. Erstmal hier, um die Wut ein bisschen runterzuschlucken, ne? Braumeister hat mir gerade gesagt, es gibt wieder Bier. Also, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Jetzt gehe ich aber nicht direkt da rein, weil da. Ich stelle doch nicht eine halbe Stunde im Ganzen für ein Bier an, Alter. Nein, doch, ja, nein, warte. Vielleicht auch doch. Klarer Fall von Blutorangenarmut. So, Tritra Trullala. Das Bier von der Trulla ist jetzt doch noch da. Ja, Applaus, Applaus, na klar. Aber auch nur, weil eine nette Dame das mitgekriegt hat, dass ich ja geschrien habe. Die andere hat mich gerade angeguckt, als will sie mir hier so einen Backstein in die Fresse kloppen. Und ja, und dann wurde mir nochmal so hinter der Hand gesagt, ey, ich möchte mich doch bitte entschuldigen. Nein! Doch! Oh! Wieso das denn? Ja, macht euer eigenes Bild. Ich probiere das jetzt mal, ne? Prostata-Tirale, die hat bestimmt reingespuckt. Na denn, Prost! Prostata! Prostata! Ja, lecker ist es. Schön fruchtig. Oh, das schmeckt gut. So, hoffentlich sind Sie jetzt zufrieden, ja? Oh, tschüss. Jetzt ist gleich die Parade dran. Jetzt wissen Sie alles, was Sie wissen müssen. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus, bis zu den nächsten Highlights.